Bei einem Interview hat mir der Herr Mayer einen Ehrentitel verliehen. Ein ganz akzeptabler Beifahrer. Er hat uns getraut. Er hat unsere drei Kinder getauft. Wenn ich die Ehre habe, in der Bundesrepublik Deutschland zu vertreten, überbringe ich Ihnen, lieber Bischof Gebhardt, die besten Wünsche des Bischofs von Rom. Ich habe großen Respekt vor dein segensreiches Wirken. Wir danken dir für deinen unermüdlich engagierten und oft sehr kräftezehrenden Einsatz. Wir waren froh über deine Ausdauer für eine einladend bewohnbare Kirche. Wir waren froh für deine Standhaftigkeit, deine Zeitgenossenschaft, deine Treue zum Rottenburger Modell, deine Klarheit und deine unerschütterliche Zuversicht. Bin ich dankbar für das konsequente Leben von Bischof Gebhardt im Rottenburger Modell. Ich glaube, insofern war er einfach ein guter Bischof, weil er versucht hat, den christlichen Glauben und die Botschaft von Jesus Christus einfach immer zeitgenössisch zu übersetzen. Hat er einfach immer einen großen theologischen Tiefgang. Und war einfach ein Menschenfreund. All den vielen Begegnungen hier in der Diözese, aber auch weltweit, ist für mich, und das werde ich jetzt vermissen, die Dimension der Begegnung mit Menschen in ihren verschiedenen Lebenssituationen, Kulturen und Überzeugungen. Das ist für mich das, was mich am meisten in diesen 23 Jahren beeindruckt und erfreut hat. Ich danke allen für ihre Motivation durch die Art und Weise, wie sie den Glauben an Gott, den Glauben an Jesus Christus verkünden mit ihrem ganzen Engagement. Wie gesagt, für mich war manche Stunde, die schwer war, nur möglich, weil ich wusste, es sind so viele Gläubige, Glaubenszeugen, Menschen in der Glaubenspraxis in unserer Diözese unterwegs. Das ist etwas, was ich als Stärkung und als Ermutigung immer erfahren habe. Und was ich jetzt rückschauend auch als Stärkung für meine Zukunft mitnehme. Herzlichen Dank, Frau Gelsgott. Zum letzten Mal feiere ich als Bischof hier im Dom zu Rottenburg, wo ich vor 23 Jahren die Bischofsweihe empfangen habe, die heilige Eucharistie. Ich glaube, im Schwäbischen sagt man Ade. Und für das Ade ist es jetzt Zeit. Es ist jetzt ein Ade an dich, lieber Bischof Gebhardt, wenn heute eine Ära von fast einem Vierteljahrhundert hier im Bistum Rottenburg-Stuttgart zu Ende geht. Du warst und bist kein Leisetreter. Du bist keiner, der lieber schweigt. Ganz im Gegenteil. Du hast und beziehst Position und von deinen vielfältigen Erfahrungen hier im Bistum hast du immer wieder berichtet, vor allem von Synodalität, von gemeinsam getragener Verantwortung in diesem Bistum seit vielen Jahrzehnten. Exzellenz, großer Zapfenstreich zur Verabschiedung angetreten.
Dr. Fürst zum Ehrenbürger der Stadt Rottenburg zu ernennen. Ich möchte Ihnen sagen, dass es sich lohnt, sich innerhalb der Kirche zu engagieren, weil wir in einer Zeit leben, wo andere Menschen das brauchen, dass Menschen mit Glaube, Hoffnung und Liebe sich für andere einsetzen. Ja, danke schön. Schön, dass du auch jetzt im Wohlstand bist. Wie gesagt, auf dem Studienjahr 1973, also vor 50 Jahren, habe ich das Studium begonnen und damals war Gerhard Fürst im 7. Semester. Ich war im 1. und da gab es dann schon Begegnungen. Also ich schätze ihn sehr und bin sehr froh, dass er so lange unser Bischof war. Ne? Wenn wir jetzt im Gottesdienst noch mal gehört haben, in wie vielen Kommissionen er mitgearbeitet hat, gut mitgearbeitet hat, engagiert, neue Impulse gesetzt hat, dann war das auch mit viel Verantwortung verbunden. Und ich wünsche ihm, dass er diese Verantwortung jetzt fallen lassen kann. Ich kenne ihn noch als Akademiedirektor. Und da war er, wie gesagt, für das damalige Verhältnis sehr fortschrittlich. Und war eigentlich auch so ein bisschen so meine Traumfigur als Bischof und war dann auch nicht sonderlich überrascht, als es wurde. Hat mich sehr gefreut.